Jetzt test einmal den Technisat Digicorder HD S3. Das Gerät hat an der Front einen Einschalter, vier Wegewippe, Play-Pause-Taste, eine Schublade, wo einmal USB drinnen ist, einmal ein Kartenleser und ein CA-Schacht. Probieren wir jetzt den Start ab. Ich lasse das Ganze in Echtzeit ablaufen, dass wir sehen, wie lange das Teil wirklich braucht. Und zwar 3, 2, 1, Start. Und zwar exakt 26 Sekunden zum Start ab. Zum SFI vom Technisat, das nennt sich SFI, Sie für ein Info, ist aber eigentlich ein geführtes E-Pack. Es ist relativ komfortabel. Man hat zum Beispiel, wenn man die SFI-Tasten drückt, entweder den Überblick, das heißt, man sieht, was gerade jetzt läuft, auf ProSieben, Sat.1, RTL, Kabel.1 und so weiter. Oder man hat den Kanal SFI. Man braucht nur auf den grünen Knopf zu drücken. Das heißt, man hat jetzt dann den Überblick. Jetzt sehe ich, was auf ProSieben jetzt läuft und in Zukunft kommt. Ich kann auch zum Beispiel mit den Zifferntasten auf 4 für Dienstag umschalten, dann habe ich automatisch Dienstag. Wenn ich da drinnen Info drücke, kriege ich automatisch die Information über das jeweilige Programm. Programmieren kann ich das Ganze natürlich auch, indem dass ich die Rekord-Taste drücke und schon ist die Sendung programmiert. Wenn ich die nächste haben will, ist die nächste programmiert. Wenn ich es wieder löschen will, gehe ich wieder auf die programmierte Sendung, drücke noch einmal die rote Taste. Ah, jetzt sieht man es nicht. Bisschen Gegenlicht, noch einmal die rote Taste, jetzt habe ich die zwei gelöscht. Weiter in die im SFI habe ich drinnen eine recht komfortable Funktion. Drauf gehe ich auf Optionen, Suchen, neue Suche. Jetzt habe ich die Suche nach Two and a Half Men. Ich kann natürlich einen Serientimer programmieren lassen, aber wir tun jetzt zum Beispiel nur die Suche nach dem Two and a Half Men. Jetzt haut er mal jede Serie und jeden Sender damit raus. ProSieben zum Beispiel am Dienstag und so weiter. So, dann gehen wir wieder raus. Jetzt kommen wir zum Hauptmenü. Das erreichen wir mit der Menütaste auf der Fernbedienung. Gehen wir das ganz schnell einmal durch. Sender suchen, natürlich ist die Sendersuche damit gemeint. Exit. Dann Einstellungen, Jugendschutz, Programmzeitschrift. Da ist alles, was mit dem SFI zu tun hat. Da kann ich jetzt die Kanäle auswählen. Und wann einmal dieses SFI automatisch aktualisieren sollte. In meinem Fall ist ja automatische Aktualisierung an und für 3 Uhr gesetzt. Dann zu den Grundeinstellungen. Land, Uhrzeit. Was eine sehr schöne Sache ist, ist dieses Auto-Standby. Da braucht man sich um nichts mehr kümmern. Wenn man den Receiver eingeschalten vergisst, drückt die Bildeinstellungen. 16 zu 9, optimal. Man kann da auch 16 zu 9 oder zoomen, das Ganze stretchen oder im Originalmodus lassen. Ich lasse im optimalen 16 zu 9, HDMI-Ausgang, 1080p, natürlich, Farbraum automatisch, F-Pass. Übernehmen, nein, natürlich. Die nächsten sind die Toneinstellungen, Deutsch. Was ich da noch schön einstellen kann, ist die Synchronität. Wenn das Bild einmal vorläuft oder nachläuft zum Ton, kann ich das da etwas korrigieren. Antenneneinstellungen. Kann ich die Multitenne, DISAC und wie viele Antennensignale? Ich habe da einen Dual-Tuner drinnen. Ich kann da natürlich zwei Antennensignale ebenfalls schalten. Habe aber leider in meinem Fall nur einen Antenneneingang. Sonderfunktionen, On-Screen-Display, abschalten, Netzwerk-LAN, der Receiver ist nicht mit LAN verbunden, ansonsten könnt ihr ihn über Web-Interface zum Beispiel Timer einstellen. Was aber nicht geht über das Web-Interface ist das SFI oder ein EPEG auslesen und dann aufgrund des EPEGs den Timer steuern. Ich muss wirklich Datum, Uhrzeit und so weiter manuell eintippen. Recht unkomfortabel, ich würde mir wünschen, wenn Technisat das ändern würde. Sprich, ein besseres Webinterface machen würde. WLAN funktioniert bei dem Receiver nur mit einem externen Dongle, den ich nicht besitze. Fernzugriffe übers Internet habe ich jetzt an, kann ich genauso ausschalten.
weil ich bin nicht mit dem Internet verbunden. UPnP, der das kennt und das braucht, weiß, was das ist. HDMI TechniLink, das ist eine Funktion, da schaltet sich der Fernseher mit dem Technisadressiver ein. Mein Fernseher hat so etwas nicht. Das ist ein dummes Gerät, was wirklich nur Bild anzeigen kann und das reicht mir. Sonstiges, CE-Dual-Entschlüsselung, HDCP, ebenfalls vorhanden. Systemkonfigurationen, da habe ich jetzt einerseits alles, was dem Receiver ausmacht, drinnen. Serviceeinstellungen, die Werkseinstellungen aktivieren, das heißt, die kann ich in Druck setzen, alle Programme löschen, Programmliste aktualisieren, das läuft über Satellit und ich brauche keine extra Sendersuche machen. Oder die Software aktualisieren, was da drinnen nicht ist, was da Technicorder STC hat, ist die Werkseinstellung bzw. die Einstellungen sichern. Das ist sehr schade bei dem Gerät, das kann man da nicht machen. Dann haben wir die Timer verwalten, Timer-Überblick, das heißt, ich habe alle Timer, die ich jetzt gesetzt habe, als Übersicht. Was man da wieder nicht kann, ich habe auf der Fernbedienung eine Timer-Taste, die schaltet mir leider nicht in die Timer-Übersicht. Das kann erst der Technicorder STC. Und zu den Timer-Einstellungen, Vorlaufzeit, Nachlaufzeit ist natürlich zum Einstellen. Perfect Recording ist sowas wie früher das VPS beim Videorekorder war. Das heißt, wenn eine Sendung länger dauert, nimmt er automatisch länger auf. Es funktioniert allerdings nicht und macht nur Probleme beim Digicorder HD S3. Darum habe ich es ausgeschalten. Dann die TV-Listen verwalten ist wunderschön beim Technisat. Man kann wirklich alles mit Optionstasten umschalten. Entweder man will das Ganze sortieren oder entfernen. Und es funktioniert wirklich einwandfrei und komplett einfach zum Bedienen. Filme, DVR, Musikbilder verwalten. Ich kann da die Filme, die ich auf der internen Festplatte habe, zum Beispiel auf einen externen USB-Stick herauskopieren. Ich kann die Filme separat löschen. Natürlich habe ich die Löschfunktion auch im Media Player drinnen. Allerdings kann ich es da machen und so weiter. Also sowas wie der Explorer beim Windows. Musik verwalten ist der Server nur mit der Musik. Bilder verwalten. Aufnahmemedien-Einstellungen. Ich habe da jetzt eine Festplatte mit 1 TB drinnen. Man sieht da schön die Festplattenbelegung, die Feuertauglichkeit prüfen und so weiter. Ich habe das Dateisystem TSD mit NTFS-Formatierung, hat man da leider nichts anfangen können. DVR-Einstellungen, Festplattenabschaltung, FAT32 hat er da im Hintergrund das Dateisystem. Automatische Sendungsmarkierung ist, er nimmt, wenn ich drei Programme hintereinander aufnehme, zum Beispiel drei Serien, zeigt er mir in der Sendungsüberblick nur einmal und hat drinnen so Sprungmarken, zu denen kommen wir gleich. Medienwiedergabeeinstellungen, da kann man genau einstellen, wie er bei was für ein Medium reagieren sollte. Das Verschlüsselungssystem, ich habe keine Karten drinnen und keine Verschlüsselung, ich schaue alles nur freie Sender und die Betriebssprache ebenfalls schön zum Auswählen. Das war es jetzt zum Menü des Technisat. Zur Filmübersicht, das heißt, er hat eine Übersicht über alle aufgenommenen Sendungen, ist eh klar, ist ja auch interne Festplatten drinnen und diese Filme lassen sich da wunderbar und schnell aussuchen, im Gegensatz zu den alten Technisat-Geräten mit externer Festplatten, die haben sich da irrsinnig lang und schwer getan mit dem Umschalten in dieser Senderliste drinnen. Wenn ich da irgendeinen Film löschen will, brauche ich einfach nur die rote Tasten links unten drücken, dann fragt er noch einmal, ob ich es wirklich löschen will. In dem Fall tue ich abbrechen, das habe ich noch nicht geschaut. Okay, soviel zur Festplattenübersicht. Schauen wir zu den Aufnahmen. Und zwar gehe ich da im SFI zum Überblick. Und jetzt habe ich da natürlich alle Programme, die zurzeit im Moment gesendet werden. Und ich probiere jetzt einfach einmal ein paar zugleich aufnehmen. Zum Beispiel Sat.1 nehme ich jetzt auf, RTL wird aufgenommen, Fox kann ich nicht mehr aufnehmen, RTL Nitro ebenfalls nicht mehr. Das heißt, ich kann zwei aufnehmen und man sieht das, ich probiere jedes Mal Rekord drücken, nimmt er mir nicht mehr, er nimmt genau zwei
Programme parallel auf. Wenn ich jetzt aufs Bild schalten würde, dann könnte ich eins von die zwei anschauen, könnte aber kein drittes anschauen. Da sperrt er sich dagegen. Zum Schluss schauen wir jetzt noch, wie lange das Gerät benötigt zum Herunterfahren. Da resetten wir mal den Timer und drücken auf Aus. Jetzt lasse ich das Ganze wieder in Echtzeit runterfahren, dass man sieht, wie lange braucht das Gerät zum Herunterfahren, dass es die Einstellungen im Hintergrund speichert und so weiter und so fort. Der Bildschirm hat sich schon deaktiviert, allerdings speichert der Receiver, wie man da sieht, bitte warten, noch die Daten im Hintergrund. Ja, derweil er da runterfährt, weiter, kurzes Fazit. Das Gerät ist von der Schnelligkeit her in etwa so schnell wie der Technicorder STC. Was es nicht besitzt, ist, es hat keine Internetfähigkeit drinnen und es hat nur einen Dual-SAT-Tuner HD drinnen. Der Technicorder STC hat ebenfalls DVB-T, SAT und Kabel bzw. Internet ebenfalls noch drinnen. Das heißt, die Easier-Funktion, die ist hier nicht eingebaut. Und man sieht jetzt, ist sauber gefahren, in etwa schwuppdiwupp, 1 Minute und 3 Sekunden hat er gebraucht, damit er alles gespeichert hat. Ja, ich kann das Gerät wirklich wärmstens empfehlen. Technisat hat mit dem Gerät, auch mit der eingebauten Festplatte, eine sehr gute Arbeit abgeliefert. Minimalste Bugs sind drinnen, sowie das Beenden der Filme im Hintergrund funktioniert nicht. Die Tasten, Timerüberblick funktioniert nicht und das Herunterfahren dauert etwas länger, aber das macht da überhaupt nichts. Okay, soweit zum Technisat DigiCorder HD S3.